Remarks of the President to the American Newspaper Publishers Association, Waldorf Astoria Hotel, New York City, April 27, 1961. Herr Vorsitzender, sehr verehrte Damen und Herren, ich schätze sehr Ihre großzügige Einladung, heute Abend hier zu sein. Sie tragen eine große Verantwortung in diesen Tagen und ein Artikel, den ich vor einiger Zeit gelesen habe, erinnerte mich daran, wie schwer gerade im besonderen Fall die Ereignisse der heutigen Zeit auf Ihrem Berufsstand lasten. Sie mögen sich daran erinnern, dass die Zeitung New York Herald Tribune im Jahre 1851 unter der Förderung und durch Veröffentlichungen von Horace Greeley als ihren Londoner Korrespondenten einen verworrenen Journalisten namens Karl Marx angestellt hat. Es wird gesagt, dass der Auslandskorrespondent Marx völlig mittellos mit einer kranken und unterernährten Familie immer wieder an Greeley und den Chefredakteur Charles Dana appellierte, sein großzügiges Gehalt von $5 pro Rate zu erhöhen. Ein Gehalt, welches er und Engels undankbarerweise als lausigsten kleinbürgerlichen Betrug bezeichneten. Aber als all seine finanziellen Appelle abgelehnt wurden, suchte Marx nach anderen Möglichkeiten des Lebensunterhalts und des Ruhmes und beendete letztendlich seine Arbeit für den Tribune, um seine Fähigkeiten Vollzeit der Angelegenheit zu widmen, die der Welt den Samen des Leninismus, des Stalinismus, der Revolution und des Kalten Krieges hinterlassen würden. Wenn nur diese kapitalistische New Yorker Zeitung ihn etwas freundlicher behandelt hätte, wenn nur Marx ein Auslandskorrespondent geblieben wäre, wäre die Geschichte möglicherweise anders verlaufen. Und ich hoffe, alle Verleger werden diese Lektion im Gedächtnis behalten, wenn sie das nächste Mal eine notgeplagte Anfrage, die eine leichte Erhöhung des Kostenvolumens bedeutet, eines verworrenen Zeitungsmannes erhalten. Als Titel für meine Anmerkungen heute Abend habe ich der Präsident und die Presse gewählt. Einige mögen vorschlagen, dass der natürliche Wortlaut wäre, der Präsident gegen die Presse. Aber das sind heute Abend nicht meine Absichten. Es ist dennoch wahr, dass als ein bekannter Diplomat eines anderen Landes kürzlich forderte, dass unser Außenministerium bestimmte Zeitungsattacken auf seinen Kollegen ablehnen möge, es unnötig für uns war, zu erwidern, dass diese Regierung nicht für die Presse verantwortlich ist. Denn die Presse hatte bereits klargemacht, dass sie nicht für diese Regierung verantwortlich ist. Wieder ist mein Anliegen, heute Abend den gewohnten Angriff auf die sogenannte Einheitsparteienpresse zu liefern. Im Gegenteil, in den letzten Monaten habe ich kaum irgendwelche Beschwerden über politische Parteilichkeit in der Presse gehört, ausgenommen von ein paar Republikanern. Noch ist es heute Abend mein Anliegen, die Fernsehübertragung der Pressekonferenzen des Präsidenten zu verteidigen oder zu diskutieren. Ich denke, es ist höchst vorteilhaft, dass etwa 20 Millionen Amerikaner diesen Konferenzen folgen, um, wenn ich so sagen darf, die scharfsinnigen, die intelligenten und galanten Qualitäten, abgebildet durch eure Washingtoner Korrespondenten, zu überwachen. Noch schließlich sind diese Anmerkungen gedacht, den richtigen Grad von Privatsphäre zu untersuchen, welche die Presse jedem Präsidenten und seiner Familie erlauben sollte. Wenn in den letzten Monaten eure Weiße Hausreporter und Fotografen dadurch regelmäßig zur Kirche gegangen sind, dann hat ihnen das sicherlich nicht geschadet.
Andererseits nehme ich zur Kenntnis, dass eure Mitarbeiter und Übertragungsdienstfotografen sich möglicherweise darüber beschweren werden, dass sie nicht mehr in den gleichen Genuss der grünen Sonderrechte bei örtlichen Golfkursen kommen, wie sie es gewohnt waren. Es ist wahr, dass mein Amtsvorgänger im Gegensatz zu mir keine Einwände gegen Bilder seiner persönlichen Golffähigkeiten in Aktion hatte. Andererseits hat er auch nie einem Geheimdienstmann eins auf die Nase gegeben. Mein Thema heute Abend ist etwas nüchterner, von Belang für Verleger ebenso wie Verfasser. Ich möchte über unsere gemeinsame Verantwortung im Angesicht einer Gefahr reden, die uns alle betrifft. Die Ereignisse der letzten Wochen haben vielleicht geholfen, diese Herausforderung für einige zu erhellen. Aber die Dimensionen der Bedrohung waren seit Jahren am Horizont zu erkennen. Was auch immer unsere Hoffnungen für die Zukunft sind, diese Bedrohung zu reduzieren oder mit ihr zu leben. Es gibt kein Entkommen von ihr, weder von der Schwere noch der Totalität ihrer Herausforderung für unser Überleben und unsere Sicherheit. Es ist eine Herausforderung, die uns auf außergewöhnliche Weise in jeglicher Sphäre menschlicher Aktivitäten konfrontiert. Diese tödliche Herausforderung stellt an unsere Gesellschaft zwei Anforderungen, die den Präsidenten und die Presse direkt betreffen. Zwei Ansprüche, die fast widersprüchlich zu sein scheinen, die aber in Einklang gebracht und denen wir gerecht werden müssen, damit wir dieser nationalen und großen Gefahr begegnen können. Ich spreche zuerst über die Notwendigkeit weit größerer öffentlicher Information und zweitens über die Notwendigkeit weit größerer amtlicher Geheimhaltung. Allein das Wort Geheimhaltung ist in einer freien und offenen Gesellschaft unannehmbar. Und als Volk sind wir von Natur aus und historisch Gegner von Geheimgesellschaften, geheimen Eiden und geheimen Beratungen. Wir entschieden schon vor langer Zeit, dass die Gefahren exzessiver und gerechtfertigter Geheimhaltung, sachdienlicher Fakten, die Gefahren bei Weitem überwiegen, mit denen die Geheimhaltung gerechtfertigt wird. Selbst heute hat es wenig Wert, den Gefahren, die von einer abgeschotteten Gesellschaft ausgehen, zu begegnen, indem man die gleichen willkürlichen Beschränkungen nachahmt. Selbst heute hat es kaum Wert, das Überleben unserer Nation sicherzustellen, wenn unsere Traditionen nicht mit ihr überleben. Und es gibt die schwerwiegende Gefahr, dass ein verkündetes Bedürfnis nach erhöhter Sicherheit von den Ängstlichen dazu benutzt wird, seine Bedeutung auf die Grenzen amtlicher Zensur und Geheimhaltung auszuweiten. Ich beabsichtige nicht, dies zu erlauben, soweit es in meiner Macht steht, und kein Beamter meiner Regierung, ob sein Rang hoch oder niedrig sei, zivil oder militärisch, sollte meine Worte von heute Abend als Entschuldigung dafür interpretieren, die Nachrichten zu zensieren, Widerspruch zu unterdrücken, unsere Fehler zu vertuschen oder von der Presse oder der Öffentlichkeit Fakten fernzuhalten, die sie zu wissen begehren. Aber ich bitte jeden Herausgeber, jeden Chefredakteur und jeden Nachrichtenmann der Nation, seine Gepflogenheiten erneut zu untersuchen und die Natur der großen Bedrohung für unsere Nation wahrzunehmen. In Zeiten des Krieges teilen Regierungen und Presse für gewöhnlich das Bemühen hauptsächlich auf Selbstdisziplin beruhend, nicht autorisierte Enthüllungen an den Feind zu vermeiden. In Zeiten von deutlicher und präsenter Gefahr haben selbst die Gerichte zu entscheiden, dass sich sogar die privilegierten Rechte des ersten Verfassungszusatzes der nationalen Notwendigkeit öffentlicher Sicherheit unterordnen müssen. Heute ist jedoch kein Krieg erklärt worden, und wie heftig der Kampf auch sein mag, vielleicht wird er nie in traditioneller Weise erklärt werden. Unsere Lebensweise wird angegriffen. Jene, die sich selbst zu unseren Feinden gemacht haben, schreiten rund um den Globus voran. Das Überleben unserer Freunde ist in Gefahr. Dabei ist bisher kein Krieg erklärt worden. Keine Grenze wurde von Truppen überschritten, kein Schuss ist gefallen. Wenn die Presse auf eine Kriegserklärung wartet, bevor sie Selbstdisziplin unter Kampfbedingungen annimmt, so kann ich nur sagen, dass kein Krieg jemals eine größere Gefahr für unsere Sicherheit darstellte. Wenn Sie auf einen Beweis deutlicher und präsenter Gefahr warten, dann kann ich nur sagen, dass die Gefahr niemals deutlicher und Ihre Präsenz niemals spürbarer war.
Es bedarf einer Änderung der Perspektive, einer Änderung der Taktik, einer Änderung der Mission seitens der Regierung, seitens der Menschen, von jedem Geschäftsmann oder Gewerkschaftsführer und von jeder Zeitung. Denn wir stehen rund um die Welt einer monolithischen und ruchlosen Verschwörung gegenüber, die sich vor allem auf verdeckte Mittel stützt, um ihre Einflusssphäre auszudehnen. Auf Infiltration anstatt Invasion, auf Unterwanderung anstatt Wahlen, auf Einschüchterung anstatt freier Wahl, auf nächtliche Guerilla-Angriffe anstatt auf Armeen bei Tag. Es ist ein System, das mit gewaltigen menschlichen und materiellen Ressourcen eine eng verbundene, komplexe und effiziente Maschinerie aufgebaut hat, die militärische, diplomatische, geheimdienstliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Operationen kombiniert. Ihre Pläne werden nicht veröffentlicht, sondern verborgen. Ihre Fehlschläge werden begraben, nicht publiziert. Andersdenkende werden nicht gelobt, sondern zum Schweigen gebracht. Keine Ausgabe wird in Frage gestellt, kein Gerücht wird gedruckt, kein Geheimnis wird enthüllt. Sie dirigiert den Kalten Krieg mit einer, kurz gesagt, Kriegsdisziplin, die keine Demokratie jemals aufzubringen erhoffen oder wünschen könnte. Dennoch erkennt jede Demokratie die notwendigen Beschränkungen der nationalen Sicherheit an, und es bleibt die Frage bestehen, ob diese Einschränkungen strikter überwacht werden müssen, wenn wir dieser Art von Angriff ebenso begegnen wollen wie einer offenen Invasion. Denn die Fakten in dieser Angelegenheit sind, dass die Feinde dieser Nation offen damit geprahlt haben, Informationen durch unsere Zeitungen erhalten zu haben, die sie andernfalls nur durch den Einsatz von Agenten, durch Diebstahl, Bestechung oder Spionage hätten erbeuten können. Dass detaillierte Informationen der verdeckten Vorbereitungen unserer Nation, um den verdeckten Operationen der Feinde entgegenzuwirken, jedem Zeitungsleser, egal ob Freund oder Feind, zur Verfügung standen. Dass Größe, Stärke, geografische Position, Waffengattung und Waffen sowie unsere Pläne und Strategien zu ihrer Nutzung in der Presse und in anderen Medien genau aufgezeigt wurden und zu einem Grad zur Verfügung standen, die jede fremde Macht zufriedengestellt hätte. Und dass in mindestens einem Fall die Veröffentlichung von Details betreffend einen geheimen Mechanismus zur Verfolgung von Satellitenänderungen zu einem erheblichen Aufwand an Zeit und Geld notwendig machte. Die Zeitungen, die diese Nachrichten abdruckten, waren loyal, patriotisch, verantwortungsvoll und gutmeinend. Wären wir im offenen Krieg gewesen, hätten sie diese Dinge sicherlich nicht veröffentlicht. Aber in Ermangelung eines offenen Krieges haben sie nur die journalistische Prüfung und nicht die Prüfung der nationalen Sicherheit durchgeführt. Und meine Frage heute Abend ist, ob zusätzliche Prüfungen nun nicht doch vorgenommen werden sollten. Diese Frage können nur Sie alleine beantworten. Keine öffentliche Amtsperson sollte diese für Sie beantworten. Kein Regierungsplan sollte Beschränkungen gegen Ihren Willen aufzwingen. Aber ich würde in der Pflicht gegenüber meiner Nation versagen, in Betracht aller Verantwortlichkeiten, die wir nun tragen, und aller Mittel zur Seite, um diesen Verantwortlichkeiten zu begegnen, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit nicht auf dieses Problem richten und auf eine sorgfältige Abwägung drängen würde. Bei vielen früheren Gelegenheiten habe ich gesagt, und eure Zeitungen haben es ständig gesagt, dass wir in Zeiten leben, die in jedem Bürger an den Sinn von Opfer und Selbstdisziplin appellieren. Sie rufen jeden Bürger dazu auf, seine Rechte und Bequemlichkeiten gegen seine Verpflichtungen gegenüber dem Allgemeinwohl abzuwägen. Ich kann nun nicht glauben, dass jene Bürger, die im Zeitungsgeschäft dienen, sich selbst von diesem Appell ausgenommen betrachten. Ich habe keine Absicht, ein neues Büro für Kriegsinformationen einzurichten, um den Fluss von Informationen zu delegieren. Ich schlage keine neue Form der Zensur oder irgendeine neue Art der Sicherheitsklassifizierung vor. Ich habe keine einfache Antwort zu dem Dilemma, welches ich Ihnen vorgetragen habe, und würde auch nicht versuchen, es Ihnen aufzubürden, wenn ich eine hätte. Aber ich frage die Mitglieder der Zeitungsberufe und die Industrie in diesem Land, ihre eigenen Verantwortlichkeiten zu überprüfen und sich der Natur und des Ausmaßes der aktuellen Gefahr bewusst zu werden, sowie die Pflicht der Selbstbeschränkung zu beherzigen, welche diese Gefahr uns allen auferlegt. Jede Zeitung fragt sich derzeit in Hinsicht auf die Nachricht, sind es Neuigkeiten,
Alles, was ich vorschlage, ist, eine Frage hinzuzufügen. Ist es im Interesse der nationalen Sicherheit? Und ich hoffe, dass jede Gruppe in Amerika, Vereine und Geschäftsmänner sowie Amtspersonen auf allen Ebenen, sich in ihren Bemühungen dieselbe Frage stellen und ihre Handlungen peinlichst genau auf die gleiche Weise prüfen werden. Und sollte die Presse der Vereinigten Staaten die freiwillige Anwendung von bestimmten neuen Schritten oder Mechanismen in Betracht ziehen und vorschlagen, kann ich Ihnen versichern, dass wir von ganzem Herzen mit diesen Vorschlägen kooperieren werden. Vielleicht wird es keine Vorschläge geben. Vielleicht gibt es keine Antwort auf das Dilemma, in dessen Angesicht sich eine freie und offene Gesellschaft befindet, in einem kalten und geheimen Krieg. In Zeiten des Friedens ist jede Diskussion dieses Themas und jede daraus resultierende Aktion schmerzvoll und ohne Vorbild. Aber dies ist eine Zeit des Friedens und der Gefahr, die in der Geschichte kein Vorbild findet. Es ist die noch nie dagewesene Natur dieser Herausforderung, die auch ihrer zweiten Pflicht Auftrieb gibt. Eine Pflicht, die ich mit Ihnen teile. Und das ist unsere Verpflichtung, die amerikanische Öffentlichkeit zu informieren und zu alarmieren, um sicherzustellen, dass sie alle Fakten, die sie brauchen, erhalten und diese auch zu verstehen. Die Bedrohung, die Aussichten, das Ziel unseres Programms und die politischen Entscheidungen, vor denen wir stehen. Kein Präsident sollte eine öffentliche Prüfung seines Programms fürchten, denn aus so einer Prüfung kommt Verstehen und vom Verstehen kommt Unterstützung oder Opposition und beides ist notwendig. Ich bitte Ihre Zeitungen nicht, die Regierung zu unterstützen, aber ich bitte Sie um Ihre Mithilfe bei der enormen Aufgabe, das amerikanische Volk zu informieren und zu alarmieren, weil ich vollstes Vertrauen in die Reaktion und das Engagement unserer Bürger habe, wenn sie über alles uneingeschränkt informiert werden. Ich will die Kontroversen unter ihren Lesern nur nicht ersticken. Ich begrüße sie sogar. Meine Regierung will auch ehrlich zu ihren Fehlern stehen, weil ein kluger Mann einst sagte, Irrtümer werden erst zu Fehlern, wenn man sich weigert, sie zu korrigieren. Wir haben die Absicht, volle Verantwortung für unsere Fehler zu übernehmen und wir erwarten von Ihnen, dass Sie uns darauf hinweisen, wenn wir das versäumen. Ohne Debatte, ohne Kritik kann keine Regierung und kein Land erfolgreich sein und keine Republik kann überleben. Deshalb verfügte der athenische Gesetzgeber Solon, dass es ein Verbrechen für jeden Bürger sei, vor Meinungsverschiedenheiten zurückzuweichen und genau deshalb wurde unsere Presse durch den ersten Verfassungszusatz geschützt. Die Presse ist nicht deshalb das einzige Geschäft, das durch die Verfassung spezifisch geschützt wird, um zu amüsieren und Leser zu gewinnen, nicht um das Triviale und Sentimentale zu fördern, nicht um dem Publikum immer das zu geben, was es gerade will, sondern um über Gefahren und Möglichkeiten zu informieren, um aufzurütteln und zu reflektieren, um unsere Krisen festzustellen und unsere Möglichkeiten aufzuzeigen, um zu führen, zu formen, zu bilden und manchmal sogar die öffentliche Meinung herauszufordern. Das bedeutet mehr Berichte und Analysen von internationalen Ereignissen. Denn das alles ist heute nicht mehr weit weg, sondern ganz in der Nähe und zu Hause. Das bedeutet mehr Aufmerksamkeit für besseres Verständnis der Nachrichten sowie verbesserte Berichterstattung. Und es bedeutet schließlich, dass die Regierung auf allen Ebenen ihre Verpflichtung erfüllen muss, sie mit der bestmöglichen Information zu versorgen und dabei die Beschränkungen durch die nationale Sicherheit möglichst gering zu halten und das wollen wir tun. Es war bereits im frühen 17. Jahrhundert, als Francis Bacon mit drei neuerlichen Erfindungen die Welt veränderte. Der Kompass, das Schießpulver und die Druckerpresse. Jetzt haben uns die Verbindungen zwischen den Völkern, vom Kompass geschmiedet, gemeinsam zu Bürgern der Welt gemacht und die Hoffnungen und Gefahren für einen immer zu den Hoffnungen und Gefahren von uns allen. In diesem weltweiten Bemühen, zusammenzuleben, hat uns die Entwicklung des Schießpulvers die ultimativen Grenzen der Menschheit und die schrecklichen Folgen ihres Scheiterns aufgezeigt. So ist es die Presse, die Protokollführerin der Taten des Menschen, die Bewahrerin seines Gewissens, die Botin seiner Nachrichten, in der wir Stärke und Beistand suchen, zuversichtlich, dass mit ihrer Hilfe der Mensch das sein wird, wozu er geboren wurde, frei und unabhängig.
unserer politischen Führung. Wir sind optimistisch, was unsere gemeinsame Zukunft betrifft. Es läuft alles auf unsere Fähigkeit hinaus, Dinge zu akzeptieren. Wir brauchen keinen Pessimismus. Unser Volk muss die Gunst der Stunde. Ich habe schon kapiert. So läuft also der Hase.